Yacht Alphorn zu vermieten. Lippen- und Lungenkraft geformten Töne, verstärkt durch den meterlangen Lauf des Alphorns, sind bis zu 8 Kilometer weit zu hören. 8 Kilometer, da braucht man, glaube ich, doch ein bisschen mehr Puste oder auch nicht. Warum nicht? Das wird uns gleich Herr Kurt Blaser erklären, aus dem schweizerischen Kloten bei Zürich zu uns nach München gereist. Grüß Gott, Herr Blaser. Grüß Gott. Ja, wo liegt der Trick? Warum soll das so einfach sein? Ja, das Alphorn ist schon original, aber wir haben einen Zusatzkasten gebaut. Und da ist ein Disc drin. Und da kann also jeder spielen mit der Harmonika. Das heißt, Sie machen das völlig exklusiv. Normal Alphorn spielen und Sie haben eben diese Idee entwickelt, dass man das voll elektronisch machen kann. Jawohl, das ist so. Es gibt viele Leute, die können gar nicht Instrumente spielen, aber die möchten gern. Und das ist ja mehr als Gag gedacht, oder? Für die Unterhaltung mal so 2 oder 5 Minuten das Spiel machen. Und Sie machen das Alphorn praktisch damit jedem zugänglich. Wie kommt man auf die Idee, damit Geld zu verdienen? Ja, das ist noch eine schwierige Frage, aber es ist einfach so, das war am Fasching. Da haben wir einmal eine Harmonika gebaut und haben dann probiert und sie ist gegangen, da haben wir weitergemacht und verbessert. Und nach der Harmonika hat man dann einen Alphorn gemacht, einen Dudelsack, eine Geige, einen Zither. Jedes Musikinstrument probieren wir natürlich aus. Und es geht meistens. Wie viele Instrumente haben Sie so im ja, so Repertoire? Ca. 20. Ca. 20. Das sind unter anderem Alphorn, hier sehen wir eine Ziehharmonika. Zither, Geige, dann ist die Trompete, Saxophon, Mundharmonika. Das geht alles auf Minidisc. Mhm. Und so kann jeder spielen. So kann jeder spielen. Ja. Wissen Sie was, das hören wir uns jetzt mal an. Sie machen uns das einfach mal vor und dann schauen wir mal, gleich mal nachmachen. Probieren wir das. Ja. Das ist jetzt wie lang? Das ist 3,20 Meter. Und das ist schon die größere Ausgabe von einem Alphorn, ja, oder? Ja, die sind alle um die gleiche Größe. Also das klingt ja wirklich absolut echt. Und wie kann stellt man das? Einschalten. Ach so, und wie stellt man das da wieder aus? Einmal ziehen, das schiebt dann man läuft dann. Wieder. Das geht schon wieder. Und Sie garantieren auch, dass diese Minidisc dann keinen Kratzer hat? Nicht, dass man dann was Schlimmes erlebt, sodass sie plötzlich hängt? Nein, das passiert selten. Dann ist ja gut. Kommen wir gerade mal. Man kann sich das mieten bei Ihnen, man kann es aber auch kaufen, diese Instrumente. Wenn man sich zum Beispiel jetzt sowas fürs eigene Fest, für die Party zu Hause mieten möchte, was kostet das zum Beispiel? Also so Miete Alphorn. Kostet circa um die 250 Mark. Das ist das Alphorn. Das sind alle Instrumente, sind etwa im gleichen Rahmen drin. Oder? Das Alphorn ist 280, die Harmonika ist 200 Mark, dann Trompete ist 250, das ist verschieden. Oder? Und wie lange darf man das dann bei Ihnen darf man das dann behalten? Das ist eine normale Woche. Eine Woche? Ja, das wird per Post verschickt. Von Deutschland aus nach Deutschland, in Österreich, von Österreich aus und so. Aber wenn ich mir jetzt das Alphorn angucke, ist das doch relativ lang. Das kann ja nicht so mit per Postpaket verschickt werden. Das wird nur noch so groß. Das wird nur noch so groß, das heißt, es muss zerlegt werden. Das wird zerlegt in 3 Teile. Es gibt 3-teilige und 2-teilige. Und der Kunde darf sich dann selbst aufbauen? Ja, das ist einfach. Das ist einfach. Das sind 3 Stück ineinander spielen. Und wenn man sich das kaufen möchte, kann ja vorkommen. Wie viel kostet sowas? Das normale Alphorn ist ca. 2.500, aber wenn es so kommt, schon auf 5.000 kommt das schon selbstspielend. Und wie sind da so Ihre Kunden? Mieten die eher oder kaufen die vielleicht eher? Verschieden. Alphorn wird eher gemietet, Dudelsack auch, aber Harmonika, das wird natürlich meistens gekauft. Und zwar sind das Leute von Hotelier, Gastronomie, die haben natürlich, wenn ein Bus kommt oder ein guter, lustiger Klicker, dann haben die natürlich ein Schmähholen, die Harmonika spielen eins auf und los geht's. Oder? Vertreiben Sie da jetzt vorrangig in der Schweiz oder auch in anderen Ländern? Also Europa sehr und dann ist vor allem Kanada haben wir auch noch und Amerika. Auch noch, und das sind aber vorwiegend dann Hoteliers oder sind das auch private Kunden? Sie haben da, ich glaube, ein paar prominente Kunden in Ihrer Liste. Also das Schönste war mal, wo eine Tageszeitung uns angerufen hat, Herr Blaser, Sie müssen unbedingt am Flughafen. Ja gut, um was geht's? Ja, da kommt eine prominente Person. Ja gut, gehen wir mal hin, oder?
Das ist der, der JR bekannt, der Larry Hagman. Der Larry Hagman, der Larry Hagman ist gekommen. Und er hat ja vorher angesagt, er möchte ja so ein Horn, so ein Schweizer Horn möchte mal spielen. Und da habe ich ihm natürlich als selbstspielender Alphorn hingestellt. Er hat gespielt und hat aber zufällig hat er auch noch ein paar Töne richtig rausgebracht. Echt? Ja. Und da war der David Hasselhoff. Der Hasselhoff war mal da. Der David Hasselhoff? Ja. Aha. Der hat auch gespielt, aber der war ganz kurz nicht anbunden. Nicht so gut wie ja. Herr Hagman. Ja, genau. Das Ganze muss ja stilecht sein. Sie vertreiben auch noch Kleidung dazu. Ja, also das ist gerade eine, die ich anhabe. Da bewundern wir doch gerade was, genau. Das ist also ein Schweizer Hutterli, also das Hutterli? Sagt man die Tracht. Ja. Und wenn einer zum Beispiel eine Harmonika nimmt, nimmt er eine Tracht oder ein Alphorn mit Hut oder Dudelsack. Es gibt auch einen Dudelsack bei Ihnen, genau. Dudelsack ist ja mit Kostüm, oder? Das ist ein Schottenrock und hat den Hut dazu, dann die Stulpen. Da wird alles dazu geliefert. Ja. Gibt es einen Renner bei Ihnen? Was ja, Mieten Sie und so sind sehr die Dudelsäcke, weil es. Die Dudelsäcke. Dudelsäcke. Und vor allem, was der Hauptrenner ist, natürlich die Harmonika. Ist die Ziehharmonika. Die Ziehharmonika. Das könnte man dann auf der eigenen Hausparty überzeugender bringen. Ja, man kann natürlich viel länger spielen. Mit dem Alphorn ist man natürlich nach 10 Minuten ist der Showtime vorbei. Mit der Harmonika kann ich aufs Schiff gehen, Tanzparty machen, alles. Oder? Herr Blaser, vielen, vielen Dank, dass Sie aus der Schweiz zu uns nach München gekommen sind. Danke für Ihren Besuch. Ja,